Hallo und willkommen mal zu einem etwas ausgefallenen Video. Wir haben hier einen Nistkasten, in dem sind Kohlmeisen drin. Beziehungsweise in dem waren Kohlmeisen drin. Die sind seit ca. 15 Stunden nicht besetzt. Also die liegen seit 15 Stunden einfach so draußen quasi. Also im Kasten, aber ohne Mutter oder ohne Vater. Haben das Ganze jetzt eben die ganze Zeit beobachtet. Das ist seit gestern Abend, 7 Uhr waren die das letzte Mal da. Die Nacht hat sie nicht drin verbracht. Ich weiß nicht warum. Die Nacht davor hat sie nachts irgendwas gestört. Da hat sie gefaucht im Kasten und sich eben verteidigt. Ich habe eine Kamera im Kasten dran gehabt. Habe aber nicht jetzt gesehen, dass irgendwer rein ist. Eventuell hat sie auch diese Nacht irgendwie die Katze geholt. Also draußen, nicht aus dem Kasten direkt. Weil der ist in 3 Metern Höhe. Da kommt die eigentlich nicht ran. Also ich weiß nicht, was da los war. Man konnte jetzt auch das Männchen immer mal wieder beobachten, wie es eben Würmer holt. Also ich habe Mehlwürmer draußen und generell Futter draußen. Holt Würmer, guckt in den Kasten. Bei den Kohlmeisen ist es so, habe ich jetzt auch gerade erst gelernt, danke Kai dafür, dass die Männer für die Futterbeschaffung da sind und die anscheinend auch wirklich immer nur die Weibchen weitergeben. Und wenn das Weibchen nicht drin ist, fliegt das Männchen weiter und probiert es dann nochmal. Aber es hat dann halt irgendwann aufgegeben anscheinend. Und die sind jetzt richtig kalt gewesen, als ich sie raus habe. Ich habe den Kasten auch schon ein bisschen geföhnt, um das zu überbrücken, dieses Auskühlen. Von außen geföhnt und mal ganz kurz rein, dass eben einfach mal die Luft ein bisschen wärmer wird. Auf keinen Fall längere Zeit machen, zumindest nicht von innen, weil die sehr schnell austrocknen und diese Föhnhitze eigentlich dann viel zu heiß wird. Jetzt habe ich sie hier auf der Hand, habe eine Wärmflasche drunter. Jetzt bastel ich hier noch das Nest raus. Legt die Wärmflasche in eine kleine Transportkiste, das Nest drauf und sie dann da rein. Dann kommen sie zum Tierarzt und haben schon überlegt, ob wir es in einen anderen Kasten setzen können. Das Problem ist, da sind 2 Kästen. In einem sind Eier, im anderen sind welche, die sind schon viel weiter. Man sieht hier auch schön bei den 5 Meisen diesen Größenunterschied. Ich würde sagen, der in der Mitte ist am größten und der rechts den Kopf so komisch schräg hat, der ist der kleinste. In dem kalten Zustand auch erstmal nicht füttern, sondern warten, bis sie sich eben schön aufgewärmt haben. Es wird auch langsam. Sie werden langsam wärmer. Jetzt ist nochmal das Problem gewesen, dass man sie hier schlecht rausgekriegt hat. Also habe ich sie quasi mit der Hand quasi wie mit so einem Pinzettengriff eins nach dem anderen raus. Das hat auch gut funktioniert. Dabei eben wirklich aufpassen, dass sie nicht runterfallen oder dass ihr zu fest drückt. Also die können schon schnell kaputt gehen. Aber eine andere Möglichkeit gab es da jetzt nicht. Das haben sie ganz gut überstanden. Dass er den Kopf so weit nach hinten lehnt hier gerade, das ist, glaube ich, auch normal. Das hat er im Kasten auch öfter gemacht. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass die von Hand quasi vom Experten aufgezogen werden und das Ganze dann eben funktioniert. Weil, ganz ehrlich, die sind jetzt 5-6 Tage alt. Das traue ich mir jetzt nicht zu, dass das was wird. Das könnte ich nicht verantworten, wenn es denen dann nicht gut geht. Demnach gehen die jetzt weiter zum Experten. Grundsätzlich aber auch nochmal der Hinweis, wenn der Kasten jetzt 1-2 Stunden leer ist, also da kein Elternteil zu sehen ist, dann natürlich noch nicht sowas machen. Aber nachdem der jetzt wirklich nachts leer war, wir haben jetzt aktuell auch 9 Grad draußen, nachts auch ungefähr. Und jetzt wirklich, wir haben es beobachtet, es kam keiner Rücksprache mit dem fachkundigen Tierarzt, also der sich auch wirklich mit wilden Singvögeln auskennt. Dann nochmal mit 2 anderen Experten gesprochen und wir haben jetzt einstimmig quasi entschieden, dass wir jetzt eine Deadline setzen zu einer gewissen Uhrzeit und wenn bis dahin nichts passiert ist, dass wir sie dann raus tun. Und so kalt wie sie schon waren, war das auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung. Und nachdem die Meise, also die Muttermeise bisher sich immer noch nicht hat blicken lassen hier, denke ich, passt das auch. Man sieht immer ganz viele andere Meisen, die kommen her, holen sich Futter und fliegen weg zu ihren Nestern. Aber leider keiner, der hier dazugehört. Außer eben das Männchen, was 2-mal kam, aber das ist jetzt auch schon wieder länger her. Ja, hoffen wir mal, dass die Kleinen wieder werden.